Ich stelle mir vor, ich gehe an einen Wettkampf, einen der grössten internationalen Wettkämpfe. Der Wettkampf fängt an, indem ich auf den Bus gehe, um ins Aufwärmstadion zu gehen. Und ich habe meine AirPods drin und ich höre meine Musik, die mich motiviert für den Wettkampf. In dem Moment, wo ich auf dem Einlaufplatz ankomme, bin ich schon ein bisschen nervös und schaue, ein bisschen, was rundherum passiert. Zum Glück bin ich immer begleitet von meinem Coach, der mir Zuversicht geben kann, der weiss, wie das Ganze abläuft und auch, wenn irgendein Problem da ist, kann sofort helfen. Zuerst erhole ich mich noch ein bisschen, aber komme schon langsam in den Tunnel. Stell mir einmal vor, wie das der Wettkampf ablaufen sollte und konzentriere mich darauf, wirklich nur noch auf mich fokussiert zu sein. Dann fange ich an mit dem Aufwärmen und versuche, meinen Körper so gut wie möglich ready zu bekommen, damit ich nachher eine Top-Leistung bringen kann. Nach dem Warm-up geht es in den Callroom. In diesem Callroom wird vorbereitet für den Wettkampf. Anwesenheitskontrolle, Materialkontrolle, all das. Und das ist der Moment, wo man so wirklich ins Tunnel geht. Man schaut nicht mehr links und rechts, sondern man sieht zwar Konkurrentinnen, aber man ist wirklich bei sich und konzentriert sich nur noch darauf, was nachher passiert. Wenn es rausgeht auf den Wettkampfplatz, dann nimmt man zwar die Umgebung wahr, es ist ein grosses Stadion mit vielen Leuten, aber schlussendlich bleibt man fokussiert auf sich selber und auf was jetzt dann passiert. Als nächstes fängt das Einspringen auf der Anlage an. Und dort ist der Fokus wirklich auf den guten Sprung, ohne sich ablenken lassen von was die anderen machen, ohne sich ablenken lassen von was rundherum passiert. Wenn der Wettkampf anfängt, dann nachher gilt es so richtig ernst. Und jeder einzelne Sprung muss voll sitzen. Für das versuche ich so gut wie möglich immer im Tunnel zu bleiben und gar nicht abschweifen, sondern immer darauf konzentriert bleiben, was ich machen muss. Wenn ich hinten im Anlauf stehe, dann stelle ich mir nochmal vor, wie das der Sprung rauskommen soll. Ich schmiere meine Hände mit Magnesium einschmieren und ich spüre das Magnesium auf meinen Händen und ich spüre, wie ich Kraft bekomme für den ganzen Sprung. Nachher nehme ich den Stab in die Hand, stelle mir nochmal den Sprung vor und bereite mich vor zum Loslaufen. Die ersten Schritte mache ich sehr druckvoll und ich spüre, wie ich den Druck auf den Tartan bringe und nachher immer schneller beschleunige, wirklich so schnell wie möglich auf die Anlage zu laufen und dann wirklich meine ganze Energie in den Stab zu geben. Der Sprung selber geht sehr schnell. Das heisst, dort nimmt man gar nicht sehr viel wahr. Aber nachher, wenn man über die Latte fliegt, merkt man genau, was passiert. Es ist ein bisschen das Gefühl wie von Fliegen und wenn man drüber kommt, dann kann man sich schon in der Luft freuen. Alles rundherum steht für einen kurzen Augenblick eigentlich still. Und man fliegt über die Latte und genießt einfach den Augenblick. Wenn ich über der Latte bin, merke ich schon, ob es ein guter Sprung war oder eher nicht so. Weil ich sehe, ob die Latte noch oben liegt oder ob sie mit mir runtergeht. Wenn sie oben liegt, kann ich schon in der Luft beim Runterfliegen jubeln. Selbst nach einem erfolgreichen Sprung versuche ich, im Tunnel zu bleiben, weil es folgen weitere wichtige Sprünge. So wirklich den Druck lösen tut sich erst, wenn der Wettkampf eigentlich fertig ist und ich durchs Stadion Richtung Mixzone laufe. Aber der wirkliche Moment vom Rausch, der vorbei ist, ist eigentlich erst, wenn ich wieder zurück im Hotel bin oder zurück zu Hause bin und wieder ganz entspannen kann.